So, herzlich willkommen zum nächsten FLP. Jo, wir sind jetzt hier auf Myths of Zul erst überlegen müssen. Ich habe leider letzte Folge mal angefangen, die ein bisschen versammelt und dann irgendwann wieder gelöscht. Deswegen sind, oh fuck, genau, deswegen sind wir hier jetzt schon ein Löffel, glaube ich, mehr ab oder so. Naja, viel hat sich nicht verändert, aber ja, wir sind auf jeden Fall jetzt in St. Morning. Und kaufen uns erstmal eine neue Rüstung. So, ganz wichtig. Genau. Mal schauen, vielleicht ein bisschen mehr Def. Erst brauchen wir die Buffs. Ach, und ich habe noch irgendwas gehört letztens. Slash Max Skills. Slash Max Skill. What? Ah, so eine Kleinschreibung. Ah, okay, alles egal. So ein bisschen sehr eigenartig für einen Low-Red-Surfer, aber die werden schon wissen, was sie machen. So, das kannst du mir runter, rein, rein, rein. Okay. Oh, weg. So, genau, dann fliegen wir mal in Richtung, welche Richtung fliegen wir überhaupt? Welche Waffe soll ich denn jetzt theoretisch? Ein guter Ringmaster ist ein bisschen weniger. Ja. Mit Beef-Up und so machen wir sowieso mehr Schaden, eigentlich. Ja. Schau mal. Fliegen wir mal zu den Giggles. Würde ich sagen, oder? Ja, okay. Die anderen sind, ich glaube, 36, glaube ich so. Ja, die packen wir aber noch nicht ganz. Fliegen wir einfach mal so straight an die, in die Richtung. Nee, wegen zu den Giggles. So. Also, bis wir dann kommen, ist die Aufnahme schon wieder zu Ende. Das ist ja. GG. Ja, man kann immer noch unsere neue Rüstung anziehen. Oh. Nicht schlecht. So, jetzt schauen wir auch gleich noch ein bisschen, naja. Jetzt haben wir schon fast aus wie so ein High-Level-Typ. Wir wollen ja gleich betreiben, aber, naja, ein bisschen. Ein Stückchen weiter. Zumindest in der Theorie. In der Praxis zwar nicht, aber egal. So, ja, Level 5, mehr von 35 und dann noch Cannonball und alles. Auf Cannonball freue ich mich dann, oder Cannonball und Accuracy, das sind dann geile Buffs. Die braucht man dann unbedingt sehr bald. Genau, 31, ja, stimmt, 5 Level drüber ist ja eh noch, mehr ist genug. Ich brauche am besten einfach mal selbst hier mit dem BP. Einmal, zweimal, warte mal. So, 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 na. So, so, und so. Lass die Waffe ein bisschen länger halten. Na dann. Los geht's. Würde ich mal sagen. Hab ich auch irgendwie Food dabei? Oh Gott, mein Attack Speed. Okay, der Ringmaster hier trotzdem relativ schnell eigentlich. Oh, nur so wenig Schaden. Obwohl, dass wir jetzt hier Beef-Up haben. 10 STM, ja. Irgendein Rares Knackler. Ist der besser? Glaube nicht, oder? 100 HP mehr? Naja. Ich weiß nicht. 100 HP sind es bestimmt nicht die Welt, aber. Wieso nicht? Okay, immerhin sind wir noch in einer Party, die hier zumindest halbwegs gelevelt ist. Und. Naja.
Kriegen wir immer ein bisschen mehr XP als normal. Na gut. Das heißt, das ist normal. Eigentlich ist es ja normal, dass man eine Party hat. Nicht jeder ist so dumm wie ich und läuft ohne Party. Toll, Autofood, Hotel. So, ein Penny droppt nochmal. Also irgendwie droppen die Giants um einiges mehr, habe ich das Gefühl. Und die Crits sind irgendwie auch viermal so hoch als wie die normalen Hits. Das ist auch ein bisschen eigenartig, aber gut, damit kann man leben. Achtundzwanzig gegen mein Catch Reflex. Ich bin ein bisschen Angst, weil wir gerade irgendwie echt schon noch sehr, sehr squishy sind, also. Bei dem kleinsten Wünsch, dass es so liegen wir halt einfach auch mal am Boden. Das ist halt das Problem. Lol, die Peanut Drops. Holy crap. 5, 1k, über 1k, 1,1k. Sogar über 1,1k. Okay, ich meine, das ist natürlich noch nicht viel, aber allein jetzt mal irgendwie zu den, im Gegensatz von den Smalls, zu den Captains und so. Oder generell im Gegensatz zu Level 20 und Level 8, 32 hier. Im Gegensatz zu den Banks droppen hier einfach mal das Fünffache oder so, oder? Mehr. Zehnfache fast. Aber das ist schon geil. Yay, lol, bei Level Up. Okay, cool. Achtundzwanzig im nächsten, glaube ich, ja. Okay. Okay, also Schaden, naja. Steigen tut er jetzt nicht unbedingt, aber es geht. Also ich kann damit noch leben, ja. Oh, HP-Rate, oh, das ist nice. Das ist nice. Also die Penny Drops sind echt genial. Mal schauen. Immer Astria kommen oder so, da habe ich schon mal ein bisschen was gelesen. Sollen ja die Penny Drops sind echt wirklich krass sein. Und schauen wir einfach mal. Bin ich auf alle Fälle gespannt. Aber unsere HP sind generell, ja gut, okay, klar, wir haben jetzt die Buffs und so. Aber auch dafür sind unsere HP jetzt doch schon relativ hoch. Und vor allem die erhöhen sich jetzt halt einfach noch, oder exponieren sich jetzt noch höher, von Level zu Level. Von dem her, also, denke ich mal, sollten wir jetzt zumindest dann bei Astrid und so keine Probleme haben. Finde ich eine gute Idee. Weil, klar, im Low Level sind 10% HP ist natürlich nicht viel. Aber später halt dann ist es schon zu nice. Wenn man zum Beispiel pro Level dann nicht mehr 100 HP zurückkriegt, sondern schon 110% oder so. 110 HP. Dann ist das auf alle Fälle schon mal ein gutes Stück, sag ich mal. Irgendwann auch nochmal mal vielleicht bis 10er Rüssi oder so, oder zumindest bis 8er Rüssi. Kriegt auch nochmal HP oder so, dann sind es vielleicht keine 110 mehr pro Level, sondern schon 125. Und spätestens dann merkt man das Ganze doch schon sehr, sehr stark, dass da was, dass man auf alle Fälle um einiges mehr HP kriegt als normal. Vor allem auch schon, dass man jetzt nicht extra irgendwie plus 10 Rüssi braucht, damit man halt jetzt ein bisschen auf AP kommt und das auch schon so geht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich wundere mich gerade übrigens selbst, wie man, wie ich ungefähr eine Stunde lang oder, naja, realistisch gesehen 5 Minuten lang um HP labern kann. Das ist, oder um einen Buff, sagen wir so. Ist mir gerade selbst ein leichtes Rätsel, aber okay. Und ich weiß nicht, wie es bei euch gerade aktuell so aussieht, was ihr gerne sehen würdet auf meinem Kanal. Ich wollte eigentlich letzte Zeit ein bisschen wieder Geld, mal wieder ein bisschen Geld ausgeben. Ja. Ich kann halt nicht mehr reden. Ich kann nie reden irgendwie. Ich soll vielleicht einfach langsamer reden und nicht so schnell reden. Und lieber so reden wie dieser Politiker, der immer wieder Pausen macht, wenn er redet.
Ja, auf alle Fälle, ich überlege gerade irgendwie mal zwischen einem Need for Speed, dem neuen, alten neuen Trackmania, und einem coolen Zombie-Game. Also Rust bietet sich an, Seven Days to Die habe ich schon, aber finde ich jetzt persönlich hat noch zu wenig Content, um es wirklich aktiv zu spielen. Und ansonsten State of Decay soll noch sehr nice sein. Aber wir hätten vorher schon einen neuen Knuckle nehmen können. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht hat da jemand von euch eine Idee, was man denn spielen könnte. Und würde mich freuen. Und soweit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FFP.